So, Leutchen, da sind wir wieder. Wie ihr seht, ich komme gerade vom Sport. Ich dachte, ich arbeite das mal schnell ab, weil es ist schweinewarm. Ihr wolltet tatsächlich zu Sam Sulik noch mal was haben. Ich dachte, der Drops ist gelutscht und das Ding ist abgefrühstückt, aber es ist offensichtlich noch nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich noch mal was dazu sagen. Ihr wolltet wissen, was ich von seiner Ernährungsweise halte. Was gibt es dazu zu sagen? Ich habe mir mal das Full Day of Eating angeguckt und habe das so ein bisschen überflogen, um mal zu sehen, was der Junge so ist mit seiner Kakaotrinkerei und alles. Ich habe auch mitbekommen in den Medien, dass viele von euch die Ernährung total beschissen finden von ihm und dass das ja schlechtes Vorbild und für die Bodyszene. Und da gab es ja die dollsten Sachen und dass das totaler Schrott ist und dies und das und hast du nicht gesehen. Ich sage, ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte vielleicht dazu. Unbewusst hat Klein King Kalle in der Schule, die Leute, die in meinem Alter sind und in der DDR aufgewachsen sind, die wissen, dass es da monatliches Schulmilchgeld gab, also so ein, genau wie Essengeld gab es für Milchgeld, dass es in der ersten kleinen Pause ein bisschen Milch gab, dass die Schüler ein bisschen ein paar Nährstoffe haben. Das war damals so geregelt gewesen im Osten, das fand ich gar nicht so verkehrt. Auf alle Fälle gab es damals schon viele kleine Kinder oder Jugendliche oder Schulkinder, die halt nicht so eine Milchfans waren. Und dann ist die stehen geblieben in den Kisten, weil die Eltern konnten das ja nicht überprüfen, wer seine Milch getrunken hat oder nicht. Und da hat Kalle einfach sich die Dinger immer eingeheimst. Ne? Ich habe mir die Dinger besorgt. Ich habe mir da die aus den Milchkästen diese Flaschen oder Tüten, je nachdem was es gab, gezogen und habe da wirklich auch... Also ich will nicht lügen, aber ich habe da teilweise auch meine 2 Liter weggehauen täglich an Milch. Und ich denke mal, meine körperliche Entwicklung ist unter anderem auch dem ein bisschen geschuldet, weil, kann ich euch ganz genau erklären, in Milch ist Calcium drin, also alles, was der junge Körper zum Entwickeln braucht, um stabil zu werden, Knochenwachstum und so weiter. Dort ist Eiweiß drin, dort ist Kohlenhydrate drin und da sind Fette drin. So, Kohlenhydrate halt durch den Milchzucker geschuldet. Und Fette natürlich, weil es ein tierisches Protein ist und die Kühe da keine Magermilch abgeben, sondern eigentlich Fett. Und in der Regel war so zwischen 1,5 und 3,5 waren die, glaube ich, gewesen damals. Weil wie gesagt, die Schüler sollten ja Nährstoffe bekommen, die sollten ja geistig fit sein. Also das war der Hintergrund gewesen, warum es halt diese Schulmilchverpflegung gab. Und wie gesagt, der Kalle, der hat da richtig zugeschlagen über Jahre. Ne? Weil da gab es dann auch immer so einen Trottel, der musste die Milchkästen, wenn sie leer waren, in der Pause dann wegbringen. Und da habe ich mich natürlich dann immer gemeldet, weil ich wusste, unten an der Sammelstation, da waren in ganz vielen anderen Milchkästen auch noch Milch drin. Oder ja, Milch drin, die konnte ich mir dann einpfeifen, habe die schnell getrunken. Das waren so Viertel-Liter Fläschchen gewesen oder so ein Tetrapack, so eine dreieckige Tüte. So. Jetzt bin ich vom Thema abgeschweift, aber damit ihr mal versteht, warum ich die Ernährung gar nicht so scheiße finde, was der da macht, ne? Auch mit seinen Cornflakes, ne? Das sind, ich habe euch ja damals gesagt, ich habe auch gefressen, was mir vor die Flinte kam, weil ich einfach wachsen wollte. Es ist relativ günstig, es schmeckt noch zudem und da kann man Unmengen von reinhauen. Und was ich gesehen habe, hat der Sam Sulik da tatsächlich sehr, sehr viel Milch konsumiert. Und halt auch diese Topperflex, keine Ahnung wie der Scheiß heißt, diese Cornflex da in allen möglichen Formen. Und hat sich halt nicht so sauber ernährt. Und das wollte ich eigentlich nur nochmal sagen, dass ich das ziemlich logisch finde, warum der sich unter anderem so entwickelt. Natürlich sein Hautbild jetzt nicht nur den Steroiden geschuldet, wird mir jetzt auch schlüssig, sondern auch dem ganzen Dreck, den er frisst, den ganzen Einfachzucker, den er da drin hat. Oder die Milchzuckergeschichten, das kann natürlich dann auch hier und da zur Teigdrüsenüberfunktion führen. Und wenn wir mal sehen, so ein Liter Milch hat, glaube ich, so um die 30, 33 Gramm, also Anfang 30 Gramm Eiweiß, 35 Gramm Fett und knapp 50 Gramm Kohlenhydrate, wenn ich das jetzt richtig zusammenbekomme. Wenn der davon das Zeug literweise wegklatscht, das ist doch, dann hat er ja schon mal seinen Proteinbedarf gut im Griff. Wenn er dann noch irgendwelches anderes Zeug dazu isst, ab und zu mal ein Shake, oder mal selbst Burger, in dem Zeug sind erstmal Kalorien drin, dann hast du Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Wenn du diese komischen Mayonnaise-Geschichten weglässt, dann ist das in Off-Season ein völlig legitimes Ernährungsmittel in meinen Augen. Also in dem Fall rudere ich mal so ein bisschen zurück, sage ich ganz ehrlich, weil ich hatte
Beim ersten Mal wusste ich gar nicht, wer das ist und habe nur gesehen, zugeballert, dies, das, jenes und hatte zu der Person gar nichts gewusst. Jetzt weiß ich halt, dass das so ein, ja, einfach nur ein einfacher Typ ist, der Gas gibt, der auf Social Media sehr viel macht und deswegen so beliebt ist, weil er seinen Alltag halt filmt, wie es ziemlich simpel und einfach gehalten wird und er trotzdem so ein starker junger Mann ist und ja, gut abliefert. Ne, das hat natürlich Kreise geschlagen, alle kloppen sich momentan um den und wollen unbedingt mit seiner Reichweite versuchen, selber vorwärts zu kommen, so sehe ich das. Und ja, wie gesagt, finde den, ist ein kerniger Typ so, vom Typ her kommt der maskulin rüber. Labert doch nicht so viel Scheiß, hält's einfach. Eigentlich all die Sachen, ja, die wir damals auch gemacht haben, ne? Außer dass wir nicht mit der Kamera rumgeflitzt sind. Ansonsten unterscheidet das sich jetzt nicht so groß von den Sachen, ja, die so ein fetter Rühl oder so ein fetter Kalbach damals gemacht haben, in der Off-Season einfach hingefressen. Ne? Und ich denke mal, für Off-Season ist der sowieso viel zu gut in Form. Also hat er noch einen riesen Stoffwechsel, weil er noch jung ist und natürlich sich die richtigen Sachen reinknallt. Und dann funktioniert das am Tage auch mit so einer Ernährung. Ne? Da sind natürlich dann die ganzen, die Essen trecken und machen und tun und ja, die werden da ein bisschen gefickt gerade mit solchen Videos von dem Jungen. Ne? Weil er ist ja seines Alters doch offensichtlich voraus und straft viele Leute Lügen mit ihrem Mikro, Makro, Hokus, Pokus, schieß mich tot. Verkauft sich zwar auch gut, weil es sich geil und wissenschaftlich anhört, aber am Ende des Tages braucht der Körper einfach irgendwo seine Nahrungsquellen in Form von Protein, Kohlenhydrate, Wasser und Fett, um zu wachsen und das im Kalorienüberschuss. Das ist auch der Scheiß, den ich schon ewig predige. Deswegen finde ich das richtig cool, dass er es macht. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, er hat jetzt mit der Kakao-Geschichte, wie ich gehört habe, und solche Sachen halt ein bisschen aufgehört, weil er sich da wohl ja, von irgendwelchen Ernährungsgurus oder irgendwelchen Cracks zuquatschen lässt. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Aber bei jungen Körpern, also seines Alters und jünger, funktioniert das alles sehr, sehr wohl. Ne, das mal vielleicht ganz kurz von Kalle dazu. Ich werde aber, weil ihr habt mir noch andere Fragen über den gestellt, ich werde aber da wahrscheinlich noch ein Video machen über den, weil ihr da doch sehr interessiert seid und Fragen an mich habt diesbezüglich. Und ich weiß, dass auch im nächsten Video Antworten von mir kommen werden, die ihr wahrscheinlich nicht erwartet und wo ich teilweise doch eine andere Meinung habe, wie viele von euch, gerade was den Stoffkonsum und den moralischen Aspekt und solche Sachen angeht. Aber dazu mehr im nächsten Video. Wie gesagt, wir lassen das erstmal hier stehen, so an der Stelle. Und danke fürs Zuschauen. Soweit der Kalle. Bis dahin. Tschaußen.